Stell dir vor, ein Mädchen verspricht seiner Mutter: Ich komme gleich nach der Schule heim. Aber dann spielt sie noch mit ihren Freundinnen und erzählt ihrer Mutter später: Die Lehrerin hat noch was mit uns geübt. Wäre es richtig, so etwas zu sagen? Oder ein Junge sagt zu seinem Vater: Nein, ich habe nicht im Zimmer Ball gespielt. In Wirklichkeit hat er es aber doch getan. Wäre es dann nicht verkehrt, so etwas zu behaupten? Von dem großen Lehrer erfahren wir, was richtig ist. Er sagte einmal: Euer Ja soll Ja bedeuten und euer Nein, Nein. Denn alles andere ist von dem, der böse ist. Was hat Jesus damit gemeint? Er wollte uns klarmachen, dass wir das, was wir sagen, auch wirklich tun sollen. In der Bibel steht eine Geschichte, die uns zeigt, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen. Sie handelt von zwei Menschen, die behaupteten, Jünger von Jesus zu sein. Die Geschichte spielt in Jerusalem. Es ist knapp 2 Monate her, dass Jesus gestorben ist. Viele Leute sind weit gereist, um in Jerusalem Pfingsten zu feiern, ein wichtiges Fest der Juden. Der Apostel Petrus hält eine beeindruckende Rede über Jesus, den Jehova von den Toten auferweckt hat. Viele Besucher hören zum ersten Mal etwas über Jesus. Sie möchten noch mehr wissen. Was tun sie also? Sie bleiben länger in Jerusalem, als sie eigentlich vorhatten. Bald haben einige von ihnen kein Geld mehr und brauchen Hilfe, damit sie etwas zu essen kaufen können. Die Jünger in Jerusalem möchten den Besuchern helfen. Viele verkaufen etwas von ihrem Besitz und bringen den Aposteln das Geld. Die Aposteln geben das Geld dann an diejenigen weiter, die es brauchen. Ananias und seine Frau Sapphira, die zur Christenversammlung in Jerusalem gehören, verkaufen ein Feld. Niemand hat sie dazu gedrängt. Sie verkaufen es freiwillig. Aber sie tun das nicht aus Liebe zu den neuen Jüngern. Ananias und Sapphira wollen, dass andere sie für besser halten, als sie in Wirklichkeit sind. Deshalb beschließen sie zu sagen, sie würden das ganze Geld geben, um anderen zu helfen. In Wirklichkeit werden sie aber nur einen Teil davon abgeben. Wie findest du das? Ananias geht also zu den Aposteln. Er gibt ihnen das Geld. Gott weiß natürlich, dass er nicht alles gegeben hat. Er lässt den Apostel Petrus wissen, dass Ananias nicht ehrlich ist. Petrus sagt: Ananias, warum hast du dich von Satan zu so etwas verleiten lassen? Das Feld hat doch dir gehört. Du musstest es nicht verkaufen. Und selbst nach dem Verkauf konntest du doch selbst entscheiden, was du mit dem Geld machen willst. Warum tust du so, als würdest du das ganze Geld geben, wenn du in Wirklichkeit nur einen Teil davon abgibst? Du hast nicht nur uns angelogen, sondern auch Gott. Ja, so ernst ist die Sache. Ananias lügt. Er hat das, was er gesagt, gar nicht getan. Er will etwas vortäuschen. Die Bibel sagt uns, was gleich danach passiert. Als Ananias hört, was Petrus sagt, fällt er um und ist tot. Gott hat Ananias tot umfallen lassen. Die Leiche wird hinausgetragen und begraben. Ungefähr 3 Stunden später kommt Sapphira herein. Sie weiß nicht, was mit ihrem Mann passiert ist. Petrus fragt sie: Habt ihr das Feld für den Geldbetrag verkauft, den ihr uns gegeben habt? Sapphira antwortet: Ja, wir haben das Feld für genau diesen Geldbetrag verkauft. Aber das ist eine Lüge. Sie haben doch einen Teil des Geldes für sich selbst behalten. Deswegen
lässt Gott auch Saphira tot umfallen. Was lernen wir aus der Geschichte über Ananias und Saphira? Wir lernen, dass Gott mit Lügnern nichts zu tun haben will. Er möchte, dass wir immer die Wahrheit sagen. Doch viele Leute meinen, es wäre nicht schlimm zu lügen. Haben sie recht? Hast du gewusst, dass alle Krankheiten, aller Kummer und sogar der Tod durch eine Lüge gekommen sind? Du erinnerst dich bestimmt, dass der Teufel die erste Frau Eva belog. Er sagte ihr, sie würden nicht sterben, wenn sie Gott ungehorsam wären und von dem verbotenen Baum essen würden. Eva glaubte den Teufel und aß von dem Baum. Dann überredete sie auch Adam dazu. Jetzt waren Adam und Eva Sünder, und auch all ihre Kinder wurden als Sünder geboren. Ja, alle ihre Nachkommen mussten leiden und sterben, weil sie ebenfalls Sünder waren. Und wodurch kam das alles? Durch eine Lüge. Kein Wunder, dass Jesus vom Teufel sagte, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Er war der erste Lügner. Wenn jemand lügt, macht er es dem Teufel nach. Daran sollten wir denken, falls wir irgendwann mal versucht sind zu lügen. Wann ist die Versuchung groß zu lügen? Wenn du etwas falsch gemacht hast? Stimmt's? Es kann zum Beispiel vorkommen, dass du etwas zerbrichst, weil du nicht aufgepasst hast. Wäre es richtig zu sagen, dein Bruder oder deine Schwester hätte das gemacht, oder so zu tun, als würdest du nicht wissen, wie es passiert ist? Oder nehmen wir mal an, du hast nur einen Teil deiner Hausaufgaben gemacht. Wäre es dann in Ordnung zu sagen, ich habe schon alles fertig? Wir sollten an Ananias und Saphira denken. Sie sagten nicht die ganze Wahrheit. Wie schlimm das war, sehen wir daran, dass Gott sie tot umfallen ließ. Egal was wir getan haben, wenn wir lügen, wird es nur noch schlimmer. Es ist auch nicht richtig, nur die halbe Wahrheit zu sagen. In der Bibel steht, redet die Wahrheit. Belügt euch nicht. Jehova sagt immer die Wahrheit, und das erwartet er auch von uns.